Rheinach mit Überbauung Eichhörnli, Hochhaus und Kirche, weiter oben Altersheim und Kühe, daneben prachtvolle Enten in der gut gepflegten Weiheranlage Sonnenberg. Und damit dieser Typ in aller Ruhe seine Nuss genießen kann, wird im nahen Schießstand nur noch mit Kleinkaliber geschossen. Eine Tradition beim Jugendfest, wo Hunderte von Oberstufenschülern in die Kunst des Zielens eingeweiht werden. Scheinbar macht Spaß. Unten im Dorf gibt's heute Musik und Paella mit der Patchwork Jazz Band. Denn heute ist Risotto-Plausch, eine Aktion der Schweizer Gilde etablierter Köche zugunsten der MS-Kranken. Oh, pardon, falsche Musik. Ich habe 40 Mal den Rheinacher, ich habe noch geschossen mit dem Rheinacher. Heute haben wir ja auch die Frauenmärchen noch da, mit der Tat hören für den Rheinacher. Die letzten Zeugen einer 63 Jahre alten Tradition. Es ist zum Weinen, nicht traurig sein, Löwe. Wenigstens ist uns die Kavallerie erhalten geblieben. Well, I told him once or twice, stop playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now. Mir ist die Lebensqualität das Wichtigste. Darum wohne ich hier auf dem Land und nicht in einer Grossstadt. In Rheinach haben wir sehr gute Einkaufsmöglichkeiten. Von den Grossverteilern bis zu den alteingesessenen Spezialgeschäften ist alles hier. Mein Urgrossvater hat bereits die Generalagentur der Mobiliar in Rheinach geführt. Seit 1888 verkauft Familie Hirt an diesem Standort im Zentrum von Rheinach Uhren, Schmuck, Brille und Kontaktlinsen. Ich möchte mich ganz herzlich bei diesen Leuten bedanken, die die schöne Region mit ihren Einkäufen berücksichtigen und stärken. Ich führe die Zentralapotheke der 6. Generation. An Rheinach schätze ich vor allem das kulturelle Angebot mit dem Saalbau, dem Theater am Bahnhof und dem Museum Schneckli. Vereinigung Museum Schneckli. Man trifft sich. Im Keller. Ein Geburtstag wird gefeiert. Es wird Zeit zu dislozieren. In den mittleren Stockwerken die geschichtsträchtigen Räumlichkeiten. Sie bieten Raum für wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungen. Auch der Kuchen ist inzwischen oben angekommen. Dachgeschoss und Kellerräume kann man mieten. Für Lesungen, Konzerte, Aperos. Saalbau Rheinach. Nebst den umliegenden Gemeinden wird durch zahlreiche weitere Gönner ein reichhaltiges Programm sichergestellt. Saalbau Rheinach, der Kulturtempel in der Region Aargau-Süd. Prost, Benni. Das Theater am Bahnhof, kurz gesagt TAP, ist die kulturelle Perle aus der Region mit einem auserlesenen Kleinkunstangebot. Der Schwerpunkt liegt im Bereich des Theaters, sei es mit Gastspielen von Schweizer Künstlern oder mit Eigeninszenierungen von engagierten Laien-Schauspielern aus der Gegend. Der altehrwürdige Schnecken, das Wahrzeichen von Rheinach. Gemeindehaus und Bären.
Der Platz verwandelt sich viermal pro Jahr in einen Marktplatz. Rainach besitzt seit Ende des 16. Jahrhunderts ein Marktrecht. Das WM-Fieber ist auch hier ausgebrochen. Marktchef ist Walter Schüttel. Er treibt das Geld ein und gibt den Rapport an die lokale Presse weiter. Rechts Martin Sutter, Chefredaktor des Wienenthaler Blatts. Wenn er mal nicht fischt oder Tennis spielt. Tennishalle Moos in Rheinach besteht seit 1982. Es ist in all diesen Jahren zu einer ganz beliebten Institution für Freizeit geworden, und zwar für Jung und Alt. Der Wochenmarkt auf dem Zentralschulhausplatz, wo jeden Samstagvormittag Gemüse, Früchte, Fische, Backwaren und Blumen angeboten werden. Richtig nach draußen. Und dann laufen wir in Richtung Bainville am See. Und dann ist es dann angeschrieben Homberg. Und dann immer in diesen Wanderweg nachher. Ja, liebe Zuschauer, mit diesen wunderbaren Bildern vom Hombergturm beschließen wir unsere Berichterstattung aus Rainach, unserer Metropole von Aargau Süd.